Trockenbord 76. Was? Hoffentlich hat Ihnen die Party gestern gefallen. Auch wenn Sie es vielleicht Party? Übertrieben und verschlafen haben. Party? Ich weiß nichts von einer Party. Aber es wird Zeit, aus den Federn zu kommen und frische Luft zu schnappen. Och nö. Sie waren lange genug eingesperrt. Aha. Heute ist Rückeroberungstag. Was? Schon? Auch wenn es Zeit ist zu gehen, werde ich nie den Tag vergessen, an dem Sie Vault 76 zum ersten Mal betreten haben. Sie unterscheiden sich durch Ihre Herkunft, Ihre Hautfarbe oder Ihren Glauben. Doch Sie alle haben eine sehr wichtige Eigenschaft gemein. Sie sind die Besten und Klügsten dieses Landes. Und haben eine scheiß Frisur. Wichtiger ist, Sie alle werden immer meine Familie sein. Ja, definitiv. Ich müsste mich mal rasieren. Doch, ja. Und damit herzlich willkommen zu Fallout 76. Wir sind auch im Livestream. Warte mal, ich gehe mal gerade hier rüber. Andere Szene, da oben. Da, jetzt bin ich auch im Bilde. So, wieso hat der Typ so eine Kackfrisur? Herrlich, wunderbar. So, ja. ja. Wir haben noch einiges vor hier, Charaktereditor-mäßig. Und ja, ich fange mal an. Warte mal. Ah, wie Gesicht. Also. Ah, das sind ja alles Frauen. War das eben auch eine Frau? Ich war mir nicht ganz sicher. Ach, guck mal hier. Ah, jetzt klappt das auch mit dem Rasieren. So, okay. Warte mal. Ah, ich mach mal hier so, ich gehe mal hier so die Templates durch, die Vorlagen. Gibt's hier auch so einen Rick Grimes aus The Walking Dead? Oh Gott, das könnte jetzt echt noch eine Zeit lang dauern. Dieser Charakter. Okay. Dieser Charakter-Editor hat es echt in sich. Mein lieber Mann. Oh Gott. Ich glaube, ich nehme das Gesicht hier. Das Standardgesicht. Jetzt können wir aber noch hier S formen. Warte mal, was kann ich denn hier formen? Was können wir denn hier formen? Mauswheel verschieben. Also, das ist da unten die Kinnpartie. Okay. Annehmen. So, warte mal. Bart. T. Also, Koteletten. Aha. Straßenschläger. Kobold. Nee, Playboy. Nein. Harter Typ. Nee. Das hatten wir hier. Einsam umherziehender. Kaputter Rasierer, Naturbursche. Oh, wow. Oh Gott, ey. Das sieht aus. Hier, guck mal. Sieht aus wie Kevin Kurani. Neureich, Pokerface. Oh, Mann. Das könnte dauern. Also, die nächsten 25 Folgen in diesem Let's Play bestehen nur aus Charaktereditor. Kann ich jetzt schon mal sagen. Der Barde, Kinnbart. Vollgas. Vollgas ist gut. Spitzbart? Nee. Vollgas? Was haben wir denn noch? Ja, Beckenschnäuzer gelesen. Konföderationsstil? Nee. Ja, hier, Vollgas. Vollgas finde ich gut. Ich nehme Vollgas. So. Farbe. Ja, hier so ein bisschen Kopper, Kastanie. Ja, das ist alles schon zu duster für meinen Geschmack. Hier gegerbt. Ich glaube, gegerbt hatte ich beim letzten Mal. So, okay. Machen wir mal so. Dann haben wir hier E wie Extras. Make-up. Male? Also, warte mal. Male? Nee. Sommersprossen? Nein. Leberfleck. Was gibt es denn da noch? Leberfleck-Nase. Leberfleck... Ist ein bisschen heftig, ne? Hm.
Ach so, ah, warte mal. Man kann das, man könnte das so machen und dann kann man hier mit A, kann man die nur ausblenden. Ah ja, okay. So. Oh, nein. So. Nein, nee, Moment. Matte Lippen. Lipliner, Lipgloss, Eyeliner, Lidstrich. Oh Mann, hier gibt's ein Zeug. Lidschatten. Ja, das sieht ja doof aus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gott. Rouge. Rouge brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt, oder? Passiert da überhaupt was irgendwo? Seht ihr irgendwo Rouge? Also minimal, ne? Ich nehme mal Rouge 3. So, male. So, und da wollte ich eigentlich Sommersprossen. Ne, Leberfleck unten. Wieso macht der das denn nicht? Funktioniert irgendwie nicht. Makel. Augenhöhle, Schatten. Nee. Grobes Gesicht. Schürfwunden. Ne, das sieht irgendwie aus. Das sieht nicht aus wie Schürfwunden. Ey, das sieht aus wie Windpocken. Ausschlag. Zysten. Akne. Ey, was ist hier alles? Quaddeln. Was sind denn Quaddeln? Kann mal jemand erklären, was Quaddeln sind? Bitte. Was ist da denn hier? Das ist ein Melasma. Wieso übernimmt er das denn nicht? Makel? Melasma? Jetzt drücke ich auf A und blende das aus. Jetzt drücke ich... Achso, wollen wir E annehmen? Dann ist das weg. Was passiert denn bei Space? Anwenden? Ah, dann hat er das. Aha. Okay, achso, man kann auch noch mehrere davon machen. Ach du Scheiße. Ausschlag, Wangen. Mal ein bisschen runter. Akne. Melasma. Das hat er jetzt wieder nicht gemacht. Jetzt hat er das. Achso, man kann dann doch nur eins, oder was? Okay. So. Anwenden. Jetzt habe ich da irgendwie so ein... Naja, ich habe mich beim Rasieren ein bisschen gekratzt. Annehmen. Schaden. Narbe. Ah ja. Links lang. Also das ist so ein bisschen Ribberit-Style, ne? Das nehmen wir. Nein, das, ja, das macht das doch auch. Hä? Aha. So, was haben wir hier noch? Das ist, oh, oh, oh. Das ist dann richtig Ribberit-Style. Nasenfurche, Nasenrücken. Ewiges Lächeln. Nein, Lippenkratzer. Na, das ist ein bisschen heftig. So, die Genähte ist ein bisschen sehr heftig. Das ist auch zu heftig. Kinn sieht man nicht. Verbrennung, Stirn. Oh ja, warte mal. Ich setze mal noch ein bisschen runter. So. Boxer, 12 Runden. Gebrochene Nase, blaues Auge. Nee, das machen wir mal. So, nein! Nein, mach das wieder weg! Mach das wieder weg! Wie kriege ich das jetzt weg? Space entfernen. Ah, so, okay. Annehmen. So. Schmutz, Kohlebergmann, Strahlungsstaub, Dreck und Blut. Dreck und Blut finde ich gut. Bisschen runter. So. Okay. Zurück.
Jetzt können wir nochmal, jetzt gehen wir nochmal ins Gesicht. S formen. Was kann man da formen? Achso, das ist nur das. Okay. Ja, das kann ruhig so annehmen. Ach so. Mhm. Oh Gott. Das ist. So, warte mal. Hier, Nase. So. Wie kann man denn. Kann man denn die. Kriegt man da auch eine andere Nase hin? T-Typ. Aha, stattlich. Aber dann ändert sich die Form nicht, ne? Römisch. Ah, da. Hier, markant 5. Ja, kann ruhig ein bisschen grimmig gucken. Das ist schon okay. So. Guck mal, hier auch die Augen. Tatsache, hier kannst du ja echt alles machen, ne? Wir könnten hier die Stirn, hier die Augenbrauen. Typ. Das sieht ein bisschen verpennt aus, ne? Zugewuchert. Das ist das hier ist Horst Seehofer. Horst Seehofer vor 30 Jahren. Also nach unten gerade. Dick nach unten. Nein. Schwung hier nach unten gerade, nehmen wir mal. So. Kann man die jetzt auch noch, kann man die auch formen, die Augenbrauen? Ah. Da guckt er doch schon ein bisschen grimmiger, ne? So. Okay. A drehen. Und D. So. Okay, das sieht doch schon hier, das sieht doch schon schön böse aus. Nehmen wir mal so. Okay. C Farbe. Gegerbt, verbrannt. Ach so, das ist dann. So, das noch zurück. So. Die Nase hat sich jetzt immer noch nicht so richtig. Wie kann man denn die. Obwohl, das geht eigentlich, ne? Was kann man denn hier noch? So kann man hier auch. Ne, das lassen wir mal so. Komm, wir gehen mal auf Körper. Ach du heiliger Bimmer. Ach, wie sieht der denn aus? Groß, groß und muskulös. Dünn. Ne? So, so ist genau richtig. Das ist so meine Statur. Ja, wir machen hier mal so richtig so. Komm, wir machen hier so ein. Kann man den nicht drehen? Kann man nicht drehen, ne? Ja, komm, hier. Ja, vielleicht ein bisschen so. Hä? Guck mal, da haben wir so richtig schön so ein breites Kreuz. Theo Weigel, genau. Hallo Obscure, schönen guten Abend. Demo nur Zock, das Game ist Hammer. Spielt seit 2 Tagen, es gibt so viel zu entdecken. Oh ja, das gibt's. Das ist wohl wahr. So. Also wir haben ein bisschen Dreck im Gesicht, wir haben ein paar Pusteln, wir haben eine Narbe. Wir sind natürlich nie rasiert. Kann man hier auch irgendwo die Haarfarbe ändern? F? Ah, da, hier. Ah, Stil. So, ah. Ödländer. Schemfreundlich. Wilde Mähne. Schmalzlocke. Alpha-Männchen. Kolonialstil. Haarknoten. Ronin. Garagenband.
Anti-Held, Gammler. Das passt zu mir. Anti-Held. Anti-Held ist so ein bisschen der Daryl-Style aus The Walking Dead, ne? Oder hier so. Ja, doch, so. Ja. Hier, Garage Band. Garagenband. Garagenband. Hier, Anti-Held. Ich nehme mal Anti-Held. S-Stil. Achso, das war das. C-Farbe. Kastanienbraun, kühles Braun, dunkelbraun, tiefbraun, warmes Schwarz, Nachtschwarz, angegraut. Angegraut ist schon ganz cool, aber Stahlgrau, angegraut, hier Stahlgrau, grau, hier Stahlgrau. Ne? Kann man da, gibt's keine langen Haare, so richtig schön. Hallo Just Raikaza, schönen guten Abend. kann man hier nicht die Haarlänge? Kann man dem nicht so so ein paar Death, so eine Death Metal Frisur verpassen? Hä? Geht nicht, wa? So, aber so ist okay, so passt schon. So, die Augen könnten vielleicht noch einen Tick, warte mal, Augenfarbe, machen wir mal erst die Farbe. C. Grün, ne, grün passt nicht. Hellblau. Blau, blau unterlaufen. Braun. Hellbraun. Hellgrau. Hellblau. Hellgrau nehme ich mal. S-Formen. So, warte mal. Also, guck mal hier, wenn du hier jetzt ganz rausdrehst, dann hast du so ein Mesut Özil. Ne, die müssen schön nach hinten. Wir sind ja ein Raubtier. So. Drehen S-Umfang. Also. So. A-Drehen. Was dreht der denn da? A. D. Der dreht auch keine Augen. Wenn ich auf A und D drücke, passiert mal gerade gar nichts. Mauswheel verschieben. Linke Maus bewegen. Ah. So, okay, warte mal. Nochmal A. D. Irgendwie funktioniert das nicht mit A und D, die zu drehen. Nur S und W funktioniert. Ja, sieht auch okay aus. So, annehmen. Okay. Das hier, war mal S-Formen. Bewegen. Ah, hier kann man noch so ein bisschen, ja. Ein bisschen vorstehende Wangenknochen. Die brauchen wir auch gar nicht zu verschieben, das passt schon. Guck mal, es gibt den Bereich und es gibt den Bereich. Was ist das hier denn? Ah, okay. Ja, da kriegt er so ein bisschen dickeres Gesicht. So, okay. Ja, passt. So, jetzt nochmal ganz kurz zurück zur Nase. Formen. S-Umfang. Was macht er denn da? Ach so, da wird die dünner. Ah, okay. Ja, finde ich so ganz gut. Okay. So. Was kann man denn hier verschieben? Ach so, dann... Ah, okay. S. Mhm. Kann man die nicht so ein bisschen nach unten ziehen? Ah, oh, passt schon, ne? Ich würde sagen, so ist okay. So lassen wir ihn, ne? Da ist so ein super geiler, vergammelter Jones. Finde ich klasse.
Hauptsache mal eine halbe Stunde hier im Charaktereditor und man könnte sich noch länger austoben. Was ist denn hier mit den Ohren? Ich sehe aus wie Dumbo. Kann man die Ohren auch machen? Nochmal. Gesicht? Die Ohren geht nicht, oder was? Ne, Ohren geht scheinbar nicht, wa? Haben alle dieselben Ohren in dem Spiel? Sieht ihr ja voll ähnlich. Ja, meine Haare müssten ein bisschen länger werden. Aber es gibt nicht genügend Frisuren. Ohren komplett. Ja, genau. So, warte mal. Verschieben? Ah ja. So. Drehen. Ah, da dreht er. Guck mal hier. So, sehr schön. So. So. S-Umfang. Ah ja, die werden noch ein bisschen kleiner. So, oder? Was meinst du? Was kann man denn hier noch verschieben? Also. Ich denke, so ist okay, oder? Ich nehme den mal so. Komm, wir gucken nochmal auf den Körper. Na, vielleicht doch eher so. Ne? Oder? Ich glaube, so können wir ihn lassen. Hä? Was meint ihr? So ist er okay. Schön, vergammelt, bisschen dreckig. Ein paar Kampfspuren. Unrasiert. Ich meine, wer rasiert sich schon freiwillig nach der Apokalypse? Das ist ja völlig überflüssig. Völlig überbewertet. So, Enter, erledigt. Dem Charakter einen Namen geben. Gammelpit. Nee, ich nenne ihn einfach nur Jones. Ich hoffe, das funktioniert. Jones. Jones ist Level 1. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal. Achso. Jetzt sind wir hier im Fotomodus. Wie komme ich denn da rechts an das Menü dran? Achso, Menü umschalten. So. Jetzt bin ich da in dem Menü. Ah, warte mal. Ah, das ist dann. Ah. Spieleranzeigen on. Wie kann man das da jetzt umstellen? Hier mit Pfeiltasten? Ah. Wütend, ehrfürchtig, besorgt, zuversichtlich, voll zuversichtlich. Vault Boy. Hände in die Hüften. Sieht aus wie Gronkh. Sollen wir wetten, dass Gronkh das nimmt? Hände in die Hüften? Knien? Keine. Vault Boy. So. Okay. So, warte mal, wie gehen wir weiter? Helligkeit. Ja, ist okay. Filter. Oh. Säure. Schwarz-Weiß. Kühl. Dandy. Daytripper. Elektrisch. Verbessern. Wild. Gamma. Jet. Atomsprengsatz. Red Rocket. Gesättigt. Sepia. Zuckerbombe. Ferrotype. Vault. Blau. Vintage. Warm. Kein. Okay. Texturkategorie. Oh, ich habe da jetzt einmal nach rechts geklickt. Das war, glaube ich, schon zu viel. Also, Textur, Rauschen, Farbrauschen, Scanlines, Halbtonbild, Körnigkeit, Vignette. Ja, Vignette ist okay. Rahmen, Vault. Ah. Logos, Aufenthaltsort, Vault. Rahmen, Alt.
Andenken? Kein. Was? Achso. Ah, cool. Okay, so, gucken wir mal. Das geht nicht weiter nach da. Da gehen wir mal. Ausdruck, Sichtfeld. Ah. Guck mal hier, wie schick. Das ist vielleicht ein bisschen viel Sichtfeld. Der hat ja einen Arm wie. Der hat ja einen ewig langen Arm hat der. So, wollen wir hier Ansicht rollen, brauchen wir nicht. Tiefenschärfe. Machen wir an. Stärke. Ist relativ hoch. Distanz. So, jetzt mal gucken. Reichweite. Wo passiert denn hier mal was? Wann wird denn hier mal was unscharf? Ah. Ist gar nicht so einfach hier mit dieser tiefen Schärfe. So ist okay, ne? So, okay. Schnappschuss machen. Klatsch. Sehr schön. Und dann können wir das hier verlassen. Ah, und dann sind wir endlich da. Herrlich. Wunderbar. So, das erste Let's Play ist damit auch schon sozusagen vorbei. Ich verspreche aber, ich lade direkt noch ein zweites hoch heute. Wir laden direkt noch ein zweites hoch auf YouTube und dann fangen wir dann auch richtig an zu spielen.